Zofian C8F, eine ja, High-End-Lampe. Und was das Teil kann, das schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Zofian C8F mit 3500 Lumen, maximaler Lichtstärke laut Herstellerangabe. Und ich habe mir das Teil auf Amazon gekauft, weil diese Marke jetzt insgesamt bei mir ein bisschen am Radar gekommen ist. Da drüben stehen ganz viele andere Lampen auch noch. Und jetzt habe ich insgesamt drei Zofian-Lampen. Eine habe ich schon vorgestellt, Link gebe ich da. Und es ist dann noch eine kleine im Programm. Die teste ich noch ein bisschen länger, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das Conclusio sein wird. Bei der hier, da ist viel Licht, ein bisschen Schatten, also ein paar Nachteile auch, aber darüber wollen wir sprechen. Was mir irrsinnig taugt, und das muss ich echt einmal so sagen, ist, dass automatisch ein Akku mitgeliefert wird, und zwar ein durchaus brauchbarer Akku. Ich meine, das ist natürlich ein fettes Teil, 21700 mit, lass mich nachschauen, 4000 mAh. Richtig fettes, schönes Teil. Und im Lieferumfang ist noch etwas dabei. Und zwar das Röhrl da. Das Röhrl ist nicht zum Tüt und auch nicht zum Brrrt, sondern zum Einschieben, damit man dann einen 18650er Akku, so wo ist jetzt Plus und wo ist jetzt Minus? Warte mal, jetzt muss ich mal schauen, wo ist der Plus und wo ist der Minus? Na geh, da, warte mal, da steht es. Ja, da so einbringen kann, damit man das Ding einschalten und ausschalten kann, muss es richtig eingelegt sein. Es wird aber nicht kaputt werden, wenn man es falsch tut, ist mir schon ein paar Mal passiert. Also ich finde das gut, das ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur dieses und ja, finde ich gut, weil man hat ja, das muss ich da auch wieder schauen, Plus gehört nämlich vorne hin, ja genau, so passt das jetzt, damit das alles schön eingebaut ist. So, der Taster, also der Ein- und Ausschalter, es gibt dann noch einen zweiten, der ist gut, schau mal her, klick, klack. Und das ist wirklich schön gemacht. Klick, klack. Man kann den Druckpunkt wirklich schöner erreichen. Es gibt auch eine Morse-Funktionalität. Das heißt, da drückt man nicht ganz rein, dann kann man morsen. Wenn man es will und wenn man es muss, warum auch nicht. Es ist insgesamt sehr wertig verarbeitet, besonders für den Preis. Link unten, gibst du unten auf Amazon. Leider kann ich das nicht in den Shop nehmen. Warum werde ich das nur auf Amazon verkaufen? Sondern ich würde das aufnehmen. Ich meine, ich habe Phoenix und Walter und aber ich würde das sofort tun, weil ich finde die super. Daher hat man so eine richtig schöne Linse, das ist Mineralglas laut Herstellerangabe, steht zumindest in der Bedienungsanleitung drinnen. Da eine Dichtung, die ist auch sehr, sehr nett. Was noch cool wäre, wenn es eine Linse in Rot geben würde. Also da würde ich mich irrsinnig freuen, echt eine Rotlinse. Aber ist halt so. Ist nicht gegeben. Es gibt hier insgesamt vier Modis, ja, also nicht vier Lichtstärken, sondern Modis, die man programmieren kann. Vier Programme, muss man sagen, so muss man richtig sagen. Ich habe jetzt hier mal das Programm, wir gehen dann eh nachher auch noch raus, hinaus ins Licht. Das ist der Dim-Modus, ja. Jetzt habe ich so ganz, wie nennt es das, Moonshine, also so richtig ganz leicht auf Sparlicht. Und man kann durch das Drücken der vorderen Modi-Taste dann stufenlos auf, ja, jetzt haben wir es erreicht, durch dieses Aufblicken, hast du jetzt gesehen, kann man die maximale Lichtstärke erreichen. Aber bevor ich das jetzt hier so demonstriere, gehen wir mal raus und schauen uns an, ob die 3500 Lumen, die angeblich 300 Meter weit leuchten sind, das auch wirklich machen. Ja, ich stehe wieder im Dunkeln und schalte mir mal die Lampe ein. Und ja, das sind sie jetzt, die 3500 Lumen, also das ist die höchste Zahl, Leuchtkraft, der höchste Modus sozusagen. Und der Hersteller sagt 300 Meter, also weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich 300 Meter sind, ist mir aber auch wurscht. Es ist auf jeden Fall echt fett. Hier im Nahbereich leuchte ich da wirklich fett aus, also das ist wirklich gut. Der Lampenkopf wird jetzt auch schon relativ warm, das merke ich auch. Hui, der wird richtig schön warm. Gut, jetzt schalten wir mal, jetzt dimmen wir mal nach unten. So, ja, genau, es ist weg. Jetzt ist dieser Moonshine-Modus, ja, damit du siehst, also das ist jetzt wirklich nur für den Nahbereich. Und ja, das ist auch okay. Und jetzt dimmen wir wieder rauf, das geht stufenlos und ja, zack, jetzt haben wir wieder den höchsten Modus. Ich bin mit der Lichtstärke zufrieden. Es ist bei einem Video immer ein bisschen schwierig, gell? Aber ich muss sagen, leuchtet wirklich fett aus. Ja, angenehmes Licht, wirklich sehr angenehmes Licht. Schalten wir nochmal ein, schalten wir nochmal aus. Also ist wirklich gut gemacht. Und ja, das war's dazu.
Ja, jetzt bin ich wieder drin und der Lampenkopf ist natürlich schön warm. Das wäre super im Winter, da könnte man sich die Finger wärmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag die Lampe sehr, sehr gern. Ich finde sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut top. Leider gibt es die nur auf Amazon. Link findest du unten. Wie gesagt, ich würde die sofort in den Shop nehmen, weil ich davon überzeugt bin. Eines noch, durch das Drücken hier von... 1, 2, 3, warte mal, ich hoffe, ich schaff's. 1, 2, 3. Nein, ich habe den nächsten Programmmodus erwischt. Das sind ja gar nicht viermal drin. 1, 2, 3. Ja, genau, jetzt habe ich es erwischt. Wenn man da auf 3 drückt, dann kommt dieser Strobmodus. Boah, ja, sehr unangenehm. Also im höchsten Bereich in Strobmodus. Und was aber nicht so toll ist und das gefällt mir eben nicht, ist das mit dem Umprogrammieren. Da muss man nämlich viermal drücken. Na, 1, 2, 3. Ja, okay. Ja, du musst dreimal drücken für den Strob und viermal. Und das kriege ich nicht hin, weil ich einfach unfähig bin dazu. Aber das liegt wahrscheinlich an mir. Also das mit dem Umprogrammieren, da muss man sich ein bisschen spielen, aber das geht. Und was mir auch fehlt, aber das ist Sudan auf hohem Niveau, ist ein Rollschutz hat sie nicht. Ja, soll so sein. Ich habe sie auf unterschiedlichsten Survival-Trainings schon mitgehabt und einmal hat ein Teilnehmer gesagt, es fehlt ihm der Gürtelclip. Da muss ich sagen, das ist mir eigentlich egal. Es ist keine Tasche dabei. Ist ganz einfach so. Ich habe aber auch noch keine Tasmanian Tiger Tasche zum Beispiel gefunden, wo das passen wird, aber da arbeite ich noch dran. Wo sehe ich diese Lampe? Ich persönlich sehe diese Lampe im Rucksack also nicht als EDC-Lampe, das möchte ich gleich dazu sagen, sondern wenn ich jetzt rausgehe und eine Tour mache, dann nehme ich die Lampe mit. Die ist vielleicht auch etwas fürs Auto, für den Notfall. Ja, ja, klar. Sie ist halt schon aufgrund des fetten Akkus, der verbaut ist, der 21700er, ist das Teil halt schon relativ schwer. So ist sie natürlich leichter, also das macht schon einiges aus. Wenn es um Gewicht geht, muss man halt auf die kleinere Akku-Version umsteigen. Lange Rede, kurzer Sinn, coole Lampe. Link findest du unten. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis hier absolut top. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Ja, hast du die? Hast du da Erfahrungen dazu? Bitte erzähl mir dazu was. Hast du Erfahrungen zu dieser Sofirn-Marke? Das wäre auch cool. Schreib mal bitte einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und ich nehme es in den Lackzeit-Test. Bis bald. Ciao.